soll aus mir ein Brot werden? Was für lebende Milchsäure? Was ist los mit euch? Lebende Milchsäure, Bakterien. Bakterien habe ich gerade. Oh Gott, ich habe gerade so viel Bakterien. Guten Morgen, Freunde, oder guten Abend, wie ihr es sehen wollt. Leute, meine Quarantäne ist endlich um. Das bedeutet, Inga ist wieder hinter der Kamera und ich muss sie nicht mehr selbst tragen. Leute, ich schwöre euch, ich glaube, ich habe Muskeln bekommen durch diese 2 Wochen, in der ich diese Kamera allein gehalten habe. Ich sag's euch, das waren echt kranke Trainingseinheiten. Und Freunde, heute habe ich vor, die ganzen Colas, weil ihr wisst ja, ich habe 50 Liter Cola bestellt, okay? Und ich habe vor, ein paar zu klauen, weil die erwartet von mir, dass ich da 4 Euro zahle, wenn ich eine Cola trinken will. Und, nein. Deshalb machen wir das heute so. Wir gucken, wie sneaky ich bin. Und wir gehen jetzt in ein Zimmer rüber, also dieses Dorfklo. Und dann versuchen wir erstmal so viele wie möglich zu holen, ohne dass es Egg merkt. Wir machen das dann so im Laufe des Videos so unauffällig wie möglich. Und ich werde erzählen, ob es Egg überhaupt merkt. Ich nehme von hinten. Ich habe 2 Flaschen bekommen. Ich werde die jetzt hier hinter der Tür machen. Und Freunde, ich finde es sehr traurig, dass diese Flaschen kein Pfand haben, weil sonst wäre ich schon rich. Achso, ich habe geschafft, meinen Pony wegzumachen, Leute. Ohne Haarklammern. Merkt man, dass ich einen Pony habe? Na, Schlagsahne. Ja, Ehrenmann, jetzt habe ich keinen Brownies, wenn du Schlagsahne. Ganz kurz, Zena hat meine Mama Brownies gemacht und Zena hat 12 Stück gegessen. Und ich habe 2 gegessen. Und sie hat 12 Stück in 2 Tagen gegessen. Ich habe 2 in 2 Tagen gegessen. Und deswegen habe ich mir die Sahne gekauft. Weil meine Mama hat früher nicht erlaubt, dass ich Sahne mit Erdbeer esse. Jetzt habe ich mir Sahne so gekauft, das hat mein Kindheitstraum. Hä, das Ding ist, Freunde, eigentlich haben gesagt, dass das ihr Kindheitstraum war, obwohl die, seitdem ich 8 oder 9 Jahre alt bin, immer von Aldi mit meiner Mutter zusammen Schlagsahne gekauft hat. Und hat meine Mutter immer Erdbeer gemacht und er hat dann Schlagsahne geholt, im Nachhinein erst. Und die Erdbeeren habe ich gegessen und hat die Schlagsahne ohne die Erdbeeren gegessen. Weil meine Mutter wollte nicht, dass sie Erdbeeren ohne Schlagsahne isst, weil es zu ungesund ist. Ich habe jetzt kurz meine Feedbacks zu meiner Quarantäne raus. Also ihr werdet gespannt sein, Freunde. Die Quarantäne, der erste Tag, einer der schlimmsten Tage. Ihr legt im Bett und macht gar nichts. Also wirklich, ihr macht nichts. Ihr seid einfach depressiv und traurig. Ihr weint, fertig. Dann, eine Woche und einen Tag später, ihr merkt, okay, alle eure Pläne sind, hops. Egal, was ihr geplant habt, es ist weg. Und dann, Leute, im Nachhinein merkt ihr, ey, Quarantäne eigentlich vor dem Vorhalt. Zum Beispiel, Leute, gestern war mein letzter Quarantänetag. Ich habe geschlafen. Ich habe nur geschlafen. Weil ich gemerkt habe, okay, sowas wie gestern werde ich nicht mehr haben, weil ich keine Quarantäne mehr haben werde. Wenn dann wegen Alina, ich sag's euch. Und dann, Leute, habe ich einfach so mein Zimmer aufzuräumen. Zum Beispiel, guck mal, Leute. Wie lange? Das ist genauso immer noch dreckig. Das stimmt doch gar nicht. Eine Socke liegt auf deinem Laptop. War ich mit draußen und da, wo man diese Einkaufswagen holen kann, ihr wisst, was ich meine. Da war dein kleines Kind, das stand vor mir. Und ich dachte mir so, hey, guckt mich das Kind so komisch an. Die Mutter war daneben, aber die ist erst danach gekommen. Das Kind sagt voll schnell zu der Mutter, Mama, ich habe gepupst. Und dann die Mutter guckt mich so an und dann guckt ihr zu dem Kind, die so, was hast du gemacht? Und das Kind sagt, ja, ich habe gepupst. Und das war, keine Ahnung, 2, 3 Jahre oder so. Und die Mutter so, oh Gott, vor dem Mädel sagst du, dass du gepupst hast. Dann das Kind so, ich habe gepupst. Und guck mich nochmal so an. Ich habe eine Überraschung für Sel. Eine Rache-Überraschung für Sel. Ich werde dir sagen, warte kurz. Ich vertraue Sel nicht, sie könnte überall sein. Ich habe durch Türe gehört, ihr habt eine Überraschung für mich. Ja, ein Willkommensdrink. Und wieso hast du gecheckt, ob ich da bin? Weil da jemand laut gehabt hat. Wir haben einen Willkommensdrink. Ich habe dich so gar nicht vermisst. Ich schwöre, ich habe nur Inga vermisst. Hallo. Wir haben einen Willkommensdrink für dich nach der Quarantäne, die du denen jetzt gönnen kannst. Aber nichts, was sie selbst macht, oder? Nein. Okay, und nimm Platz und gleich wirst du die Wunder der Natur genießen. Oh, warte mal. Okay, Leute, das ist jetzt unser magischer Drink mit lebenden Milchsäurebakterien. Selina, das ist erst der Anfang dieses Monats mit meiner Rache. Das Clown-Kostüm kommt auch noch, versprochen. Ich reiße jetzt erstmal den Deckel hier ab, also dieses Ding, damit ich die Flasche aufkriege. Wir geben ihr natürlich nicht die ganze Flasche, sonst wird sie lesen, was da drin ist. Und ich bin extrem gespannt auf ihre Reaction. Also wenn es ihr gefällt, so, dann kann ich sie immer kaufen. Und was? Oh Gott, ich freue mich auf ihre Reaction. Komm, Leute, komm. Hallo, leg jetzt mal bitte auf. Und zwar ist es sowas wie ein Red Bull mit Vitamin B12 und du musst alles austrinken, sonst bekommst du eine Strafe.
Die Strafe. Aber dir wird schmecken. Die Strafe probieren wir selbst. Na gut. Nein, du musst ja. Hey, wir haben es selber noch nicht probiert. Ja. Deswegen wollen wir es durch dich testen, genau. Ob das was bringt. Drei. Ja, scheiße, wir wollen uns verarschen, Junge. Nein. Ich schwöre, das ist richtig wie Bauer nur von letztes Jahr Litauen. Hey, so Fischöl oder so. Nein. Was? Warum ist das so salzig? Du musst weiter trinken. Keine Schwäche zeigen. Senna, wir müssen dich auf den gesunden Trip bringen, deswegen. Das schmeckt nach Öl. Oha, wieso will ich es? Senna, damit können wir uns 3 Packungen Sahne kaufen. Wie die können das nicht machen, also trinken. Trink jetzt! Meine Güte, Senna, du strapazierst nur meine Nerven, also ehrlich. Ey, das stinkt voll, Leute. Ich schwöre bei Gott, das stinkt voll. Du musst es zu Ende trinken. Trink du das doch! Jetzt riecht das nach Multivitaminsaft. Ja, das ist ja auch sehr gesund. Fertig! Und jetzt geschmeckt? Wie hat's geschmeckt, habe ich gefragt? Es schmeckt nach Fischöl. Oh Gott, Leute, ich kotze gleich. Es hat nach Fischöl und ab und zu nach so Zitronensaft geschmeckt. Ich glaube, du liegst bei der falschen Stelle, meine Liebe. Da steht irgendwas mit Milchsäure, das ist Kuhkacke. Senna, ich glaube, du liegst... Senna, kannst du eigentlich lesen? Soll aus mir ein Brot werden? Was für Leben der Milchsäure? Was ist los mit euch? Leben der Milchsäure Bakterien. Bakterien habe ich gerade. Oh Gott, ich habe gerade so viel Bakterien. Was? Ich habe das halbe Glas Bakterien zu mir genommen. Ja. Leben der Bakterien, bitte. Zutaten: Sauerteig, Roggen, Vollkornmehl, Hafer, Vollkornmehl. Okay, Freunde, die Anspannung gerade eben war sehr hoch. Es ist kein Rezept gewesen, sondern da steht, was die Zutaten sind. Trotzdem habe ich sehr starke Kopfschmerzen aus dem Nichts bekommen. Ich habe eine Hälfte des Glases getrunken. Hä, da steht und da steht, dass man eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung haben muss, was ich beides nicht habe. Oh mein Gott. Ich will nach Quarantäne erst mal wieder zu Hause bleiben. Ich will gar nicht mehr. Ja, was für Zutaten sind das bitte? Ich versuche jetzt aus Ära einen Schluck zu nehmen. Das Ding ist, ich habe daran ja schon gerochen. Wisst ihr, wie das riecht? Als ich 12 Jahre alt war, habe ich eine Suppe gegessen, eine Gemüsesuppe. Die habe ich aus dem Fenster rausgeworfen. Und meine Mutter hat es bis heute nie gemerkt. Oh mein Gott. Und meine Mama hat es nie gemerkt. Mama, wenn du das Video jetzt anguckst, es tut mir leid. Und ja, genau so stinkt es. Und ich habe mich fast übergeben, aber egal. Siehst du aus wie ein Fisch? Ich stell vor, deine Pickel verschwinden. Wenn das passiert, trinke ich davon jeden Tag. Es schmeckt gesund. Mir kommen sogar eine Träne. Wir klauen einen ganzen Kasten. Mach dein Augen zu, Eck. Komm jetzt. Hallo? Hä? Ist alles? Ich trinke jetzt all deine Cola-Sachen wieder. Du kannst nichts dagegen machen. Stop, you're a murderer. You kill all my vibes, you a killer.